Es gibt ein Spiel, was Ihnen in letzter Zeit den Sprung von 0 auf 100 gemacht hat. Okay, let's play Pokémon Go. Ja, herzlich willkommen hier bei Psion Park Video. Der Hype ist heute und überhaupt seit einiger Zeit in aller Munde Pokémon Go. Und wir gehen jetzt einfach mal in den Play Store, um da mal nachzugucken. Und das einfach mal zu installieren. Pokémon Go, hier haben wir es schon. Ja, ich habe es vorher schon mal angewählt gehabt. Nutzer haben auch installiert. Reddit, the official app. Ja. Hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun. Gibt es auch mehr von denen? Ne, hier haben wir die ersten, die paar Bilder davon. So in der Vorschau, wie das aussieht. Und so wie es aussieht, keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich weiß wohl in der Vergangenheit, dass meine Kinder immer wild auf Pokémon waren. Früher mal. Und ja, jetzt geht es darum, um zu gucken, was hat sich hier getan. Pokémon ist halt, muss man eigentlich weniger erklären. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, damals für ein PC? Ne, für ein Gameboy war das, glaube ich. Da war das eine wirklich absolut miese Grafik. Vielleicht interessant, das Game als solches. Ich habe es nie so richtig wirklich gespielt. Mal angespielt, mal ein paar Züge gemacht, aber das war es dann auch. Habe also im Prinzip keine Vorstellung, was das jetzt in was mich da erwartet. Und insofern dürfte das ziemlich spannend sein, zumal ich auf der einen Seite jetzt aktuell gerade mitten in der Nacht, also kurz nach Mitternacht, im Haus bin, das heißt in der Stube. Hier wird es jetzt installiert. Und hier sind auch die ersten Wertungen, Pokémon, Downloads, Abenteuer, ähnliche Sachen. Geh raus und fange ein Pokémon in der realen Welt. Das heißt, hier müssten wir also rausgehen, damit wir da was fangen können. Wie sich das so anschaut. Bisa, Flor, Glurak, Turtok, Pikachu und viele andere Pokémon wurden auf dem Planeten Erde entdeckt. Nun hast du die Möglichkeit, die Pokémon überall in deiner Umgebung zu finden und zu fangen. Also zieh dir die Schuhe an, geh nach draußen und erkunde die Welt. Du trittst einem von drei Teams bei und kämpfst mit deinen Pokémon an deiner Seite um Prestige und Besitz von Arenen. Naja, Besitz ist immer so eine Sache. Die Pokémon sind da draußen und du musst sie finden. Läufst du in deiner Nachbarschaft herum, vibriert dein Smartphone. Wenn sich ein Pokémon in der Nähe befindet, ziele und wirf ein Pokéball. Ja, Gott sei Dank nicht das Handy. Du musst wachsam bleiben, sonst entkommt es vielleicht. Suche in der Nähe und in der Ferne nach Pokémon-Gegenständen. Bestimmte Pokémon erscheinen in ihrer natürlichen Umgebung. Nach Pokémon vom Typ Wasser suchst du am besten bei Seen und am Meer. Das dürfte sich hier recht schwierig gestalten. Gerade hier im Eisfeld, da ist das mit Seen und Meer ganz, ganz dünn bestellt. Wir haben hier in Birkungen haben wir einen Stausee und Richtung Göttingen, da gibt es hier noch ein kleines Seechen bei, ich glaube, Rheinhausen. Aber das war es dann auch schon. Naja gut, okay, besuche Pokestops, die du an interessanten Orten wie Museen, Kunstobjekten, historischen Sehenswürdigkeiten und Denkmälern findest, um deine Vorräte an Pokébällen und nützlichen Gegenständen aufzufüllen. Jetzt stellt sich die Frage, Kunstobjekte, historische Sehenswürdigkeit und Denkmäler, auch die sind hier in dieser Gegend, ja, ich weiß nicht. Ach, gucken wir erstmal weiter. Fangen, brüten, schlüpfen, Entwicklung und mehr. Wenn du dein Level erhöhst, kannst du stärkere Pokémon fangen, um deinen Pokédex zu vervollständigen.
Deine Sammlung kannst du etwas hinzufügen, indem du Pokémon-Eier ausbrütest, muss ich mich da draufsetzen, basierend auf den von dir zurückgelegten Entfernungen. Hilft dein Pokémon sich zu entwickeln, indem du viele Pokémon derselben Art fängst? Ja, sollte vielleicht der eine oder andere darüber nachdenken, sich selbst zu entwickeln und seine eigene Art zu fangen? Ja, blöder Gedanke, weiter. Tritt in Arena-Kämpfen an und verteidige deine Arena, während dein Glumanda sich dem Glutexo und dann zum Glurak entwickelt, kannst du mit anderen zusammen kämpfen, um in einer Arena zu siegen. Und du kannst deine Pokémon anweisen, die Arena nach allen Seiten zu verteidigen. Nun ist es an der Zeit für Bewegung. Deine Abenteuer in der Wirklichkeit warten auf dich. Diese App ist kostenlos und wurde für Smartphones optimiert, nicht für Tablets, okay? So, frei ab 6 Jahren. Abstrakte Gewaltnutzaktion, Freigabe, Standort, Freigabe, Online-Käufe. Frei ab 6 Jahren und dann Online-Käufe? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so gut ist. So, scrollen wir mal wieder nach oben. Nee, da geht's nicht weiter. Noch ein Schritt zurück. Können wir da jetzt Pokémon öffnen? Sollen wir das mal tun? Wir probieren es mal. Gibt es oben noch was zum Spielen? Nee. Oben hat man ja meistens schon mal so eine Datei zum Abspielen. Pokémon Go ermöglichen, auf den Standort Ihres Gerätes zuzugreifen. Ja, werden wir wohl zulassen müssen. Warum ist diese Frage da? Ab Android Marshmallow 6.0. Da werden diese Fragen gestellt. Man kann die auch hinterher in dem Smartphone wieder einschränken. Ob dann die App allerdings dann noch weiterhin funktionsfähig ist, bleibt immer so dahingestellt. Kommt auf die jeweiligen Apps an. Pokémon Go ermöglichen, Bilder und Videos aufzunehmen. Okay, das lassen wir auch mal zu. Ist ja nicht weiter schlimm. Daten, die können wir dann hinterher immer noch wieder löschen. Niantic, The Pokémon Company. So, hier sieht es aus, als wenn wir erstmal warten müssten, oder nicht? Ja, doch, müssen wir warten. In der Zwischen könnten wir vielleicht das Handy nochmal ablegen. Das klappert jetzt, jawohl. Und dann können wir nochmal an unserer E-Piepe ziehen. Erdbeer. Oh! Hier müssen wir den Ton deutlich runtersetzen, sonst können wir nämlich nicht mehr verstehen, was ich jetzt hier sage. Okay, der eine oder andere möchte es vielleicht auch nicht verstehen. Geburtsdatum eingeben. Was müssen wir denn hier machen? Okay, September. Neunundzwanzig. 2016 wären wir noch keine 6 Jahre alt, dürfen wir das nicht spielen. Also scrollen wir zurück. Wie alt möchten wir denn sein? Möchten nicht, aber leider muss ich weit zurückgreifen. Bis auf 1964. Jetzt wäre es vielleicht spannend, bis auf welches Alter geht das runter? Bis 1901. Das heißt, wenn man bis ganz zurückgeht, könnten das Leute spielen, die jetzt mittlerweile das 115. Lebensjahr erreicht haben. Das geht sehr, sehr weit zurück. Also ich kenne im Moment aktuell keinen, der so alt ist wie ich. Obwohl ich natürlich bemüht bin, das selbst zu erreichen. Ich merke gerade hier von meinem S-Pen, da funktioniert der S-Pen nicht. Das ist natürlich sehr schade, gerade für Google-Nutzer, die beziehungsweise für Samsung Galaxy Note-Nutzer ist das ganz schön blöd. Wenn der S-Pen nicht unterstützt wird, ja, das sehen wir dann nicht so gerne. Anmelden mit Google, Pokémon Trainer Club. Anmelden mit Google, machen wir das mal. Ah ja, funktioniert ja wieder der S-Pen nicht. Verdammte Hacke. Das ist auch eine Sache, die gefällt mir gar nicht. So, wir wollen das mal testen.
Konto auswählen. Mit was melden wir uns da jetzt an? Sion Park Video. Dass das mit dem S-Band nicht funktioniert, das stört mich wirklich gewaltig. Ich kann hier also drücken, hier passiert nichts. Das heißt, es ist auch nicht irgendwie. Es ist beschissen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin wachsam, behalte ein Auge auf meine Umgebung und vor allen Dingen auf den S-Pen, den ich jetzt hier irgendwie offensichtlich nicht nutzen kann. Oh, da gibt es dann jede Menge Nutzungsbedingungen. Steht irgendwo, dass wir Geld bezahlen müssen? Nein. Copter, das ist hier diese Privacy Protection. Wir akzeptieren das Ganze mal, weil sonst können wir es ja sowieso nicht angucken. In der Regel werden die meisten das wahrscheinlich so praktizieren. Jetzt kriegen wir erstmal ein albernes Figürchen. Hallöchen, ich bin Prof. Willow. Willow ist aus dem Englischen und heißt Kissen. Ja, Kissenprinz. Pokémon findet überall auf dem Globus. Manche von ihnen leben auf dem Land, andere in der Luft und wieder andere im Wasser. Ist sehr schlecht, wenn man Handy hat, was man unter Wasser nicht nutzen kann. Aber ich hoffe, damit bleiben wir verschont. Mein ganzes Leben lang habe ich sie und ihre regionale Verbreitung studiert. Hilfst du mir bei den Nachforschungen? Fantastisch, genau. Nach jemandem wie dir habe ich gesucht. Deine Aufgabe besteht darin, überall Pokémon zu suchen und zu sammeln. Wähle jetzt deinen Look für dein Abenteuer aus. Immer fantastisch. Ja, männlich. Wählen wir mal männlich. Müssen wir dann hier bestätigen. So. Hier können wir die Haare auswählen. Schwarz, braun, blau, lila. Lila. Ich weiß nicht, lila ist jetzt nicht wirklich real. Blau auch nicht, aber wir nehmen jetzt trotzdem mal blau. Schauen wir mal aufs Gesicht. Können wir da was ändern? Da können wir die Hautfarbe ändern. Rosa ist gut. Augen. Grün. Braun. Noch brauner. Blau. Da sind wir wieder bei grün. Lassen wir mal die blau. Es ist jetzt nicht dem Realen vorgegeben, aber meine reale Frisur haben sie ja schließlich auch nicht da. Also schauen wir mal weiter, was uns so hier ungefähr zusagen würde. Das mit dem Gelb dazu sieht farblich ganz gut aus. Da passt dieses eventuell zu. Ja. Gucken wir noch mal auf diese Kopfbedeckung. Gelb in Gelb, das könnte man eigentlich lassen erstmal. Hier bietet das Ganze jetzt auch nicht so die Vielfalt an. Der Hose nach zu urteilen, müssten wir hier jetzt dann auch wieder Orange nehmen. Dann passen die Haare aber wieder nicht dazu oder die Kopfbedeckung. Kriegen wir die auch anders? Ja, kriegen wir die so.
Was machen wir mit der Kopf? Mit den Kopfhaaren? Dann weiß nicht, ob das Blau so gut aussieht. Dann bleiben wir doch bei, nehmen wir doch Braun. Schuhe Grün. Nee, jetzt sind wir einmal auf dem Orange-Trip. Passend zu Psion Park Video, dann können wir das auch lassen. Hier hinten haben wir noch, können wir noch verschiedene Logos auswählen. Die dürften wahrscheinlich auch recht spärlich sein. Ja, ist spärlich. Bestätigen wir das mal. Bin ich bereit? Ja, ich bin bereit. Es befindet sich ein Pokémon in der Nähe. Gut, da ja offensichtlich der S-Pen nicht funktioniert. Irgendwas scheint hier nicht zu funktionieren. Der Screen Recorder läuft. Dennoch gibt es hier offensichtlich ein Problem. Wir versuchen das mal auf die ein oder andere Art zu lösen. Hier machen wir mal ein paar Hintergrundprozesse dicht. Jetzt habe ich den Finger vor das Mikrofon gehabt. Auch nicht so sehr dienlich. Wir beenden das Ganze mal, als wenn das Programm abgestürzt ist, und werden es nochmal neu aufrufen. Ja, morgen Dieter. Ja. Niantic, The Pokémon Company. Einmal haben wir jetzt schon den Absturz erlebt von diesem kleinen Drecksbiest. Schauen wir mal gucken. Mal schauen, wie es weitergeht. Zwischendurch immer wieder einen schönen Zug an der E-Zigarette. Ich habe mein erstes Pokémon gefangen. Jawohl, das ist richtig. Nachdem die Karre dann abgestürzt ist. Bist du ein begabter Pokémon-Trainer? Wie soll ich dich nennen? Ja, jetzt darf ich Namen eingeben. Gib ein, wie dich die anderen Trainer nennen sollen. Zack, Psion Park Video. So machen wir das jetzt. Es sind nur Buchstaben und Zahlen erlaubt. Okay. Dann müssen wir das Registered Trademark wieder wegnehmen. Bist du sicher, dass du Psion Park Video genannt werden möchtest? Wenn wir bei Psion Park Video sind, möchten wir auch schon mal so genannt werden. Toller Spitzname, das sagt er wahrscheinlich überall, aber wir freuen uns und er freut sich, uns kennenzulernen. Auf deiner Entdeckungsreise benötigst du mehr Pokébälle und andere nützliche Items. Items findest du bei Pokéstops. Diese befinden sich an interessanten Orten wie Skulpturen und Baudenkmälern. Gehe jetzt überall auf der Welt Entdeckungsreise, um Pokémon zu fangen und die in deinem
Pokédex zu registrieren. Okay. Los geht's. Go. So, Zeit für einen Spaziergang. Bewege dich in der echten Welt, um dein Avatar zu bewegen. Nichts wie raus und go. Ich sitze hier gerade auf der Couch und komme natürlich hier nicht so weit weg. Ich sehe hier, wenn ich mal dies hier so als Blickrichtung festlege, dann sehe ich mal hier im Norden, da flattert was rum, ist dann aber auch weg. Und da ist was in der Nähe. Scheint mir. Pokédex, schauen wir da mal rein. Wir haben jetzt hier so ein Bisasam. Okay. Ich habe da mal das ein oder andere von gewusst, aber mittlerweile kein Schimmer mehr, was da Trumpf ist. Gesehen 1, gefangen 1, Gewicht 6,9 Kilo. Am Handy merkt man es nicht, das sage ich euch gleich. Samen-Pokémon. Entwicklung. Okay. Bisam entwickelt sich zu irgendwas und dann hinterher zu irgendwas anderem. Okay. Machen wir das da wieder zu. Hier auch wieder zu. Da hinten scheint noch was zu sein. Das ist jetzt nicht die Richtung, die ich angepeilt habe, aber sei es drum. Wir können ja mal hier einen Meter in der Wohnung machen. Da passiert aber auch nicht viel. Hier wird es auch kein Signal drin geben. Nee, hier drin nicht. Da müssten wir theoretisch tatsächlich raus. Was mir im Allgemeinen, wir gehen jetzt in diesem Moment jetzt noch nicht raus, da machen wir eine kleine Fortsetzung von, ich lege das Handy noch mal ab. Was gibt es da zu sagen? Wir werden das fortsetzen zu gegebenem Zeitpunkt. Allerdings möchte ich hier auch noch mal erwähnen, dass man hier sieht, dass das Kartenmaterial wirklich jetzt hier der Umgebung entspricht. So sehen die Straßenzüge hier aus. Insofern gehe ich mal davon aus, dass es sich hier um eine Kopie von Google. Nee, Google Maps scheint es nicht zu sein. Also die Vorlage scheint hier nicht Google Maps zu sein, denn ich sehe. Vielleicht kann ich den S-Pen als Zeiger doch nochmal rausnehmen. Genau, hier vorne. Zumindest funktioniert schon mal der kleine Punkt hier vorne, den ihr seht. Über dem Kopf von meinem Avatar. Hier vorne, da sind nämlich überall lange Garagen. Also lauter eine Garage an der anderen. Und hier zwischendurch kann man umherfahren. Und links und rechts davon diese weißen Streifen, das sind überall Garagen. Und hier gehe ich jetzt normalerweise aus der Haustür raus und dann hier rüber. Und hier ist dann der Parkplatz, wo die Autos stehen. Unter anderem hier vorne ein Taxi, was ich sonst fahre. Hier vorne ist das Boxkino. Hier ist eine Kneipe, Biereck. Und
Bewegen, kann ich hier was bewegen? Nee, ich kann die Karte nicht noch weiter rauszoomen. Das heißt, ich müsste mich tatsächlich jetzt bewegen. Jetzt haben wir es allerdings gleich 1 Uhr. Das werden wir jetzt heute nicht mehr machen. Aber, naja, was oben angezeigt wird, fällt mir gerade mal auf. Sind hier die Anzeigen von dem Smartphone. Das heißt, ich bekomme weiterhin die Anzeige hier irgendwas mit Facebook jetzt gerade. Dann die Aufnahme, die wir gerade machen hier von dem AZ Screen Recorder. Dieter, der sich vorhin gemeldet hat, den schieben wir mal kurz beiseite. Sorry, Dieter. Ja, und wenn wir hier mit beiden Händen uns bewegen. Also, wenn ich hier zoome, Pinch to Zoom nennt sich das, dann kann ich feststellen, dass ich jetzt bewege ich den Daumen nach links und nach rechts und kann somit quasi meine Umgebung betrachten. Gebäude kann man hier nicht direkt sehen, man sieht hier nur, jetzt pinche ich das wieder auseinander, wieder zusammen, ich pinche es zusammen. Und hier sieht man jetzt überall da, wo diese weißen Quadrate oder Rechtecke, wie auch immer sind, da handelt es sich dann eindeutig um Gebäude, um Verzeichnete. Warum jetzt hier in diesem Moment, wo ich jetzt hier mit meinem Avatar stehe, kein Gebäude ist, kann ich nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, weil ich bin ja jetzt hier in einem Gebäude. Ich müsste jetzt wahrscheinlich da, wo ich jetzt hier irgendwo was hinwerfe, müsste ich vermutlich hingehen. Also ich kann jetzt hier ruhig was nachschmeißen. Also von hier bis, S-Pen nochmal nehmen, von hier bis da hinten zur Straße sind das ungefähr so, ich weiß nicht, 80 Meter vielleicht. Ungefähr. Hier müsste eigentlich noch ein Kreis sein, weil das so eine Sackgasse ist mit so einem kleinen Wendekreis. Hier hinten ist normalerweise ein Edeka, sind auch Gebäude. Das heißt, hier sind Wohnräume, Wohngebäude verzeichnet. Obwohl hier sind eigentlich normalerweise überall Wohngebäude. Auch hier sind hier ist eine Schule. Moment, hier gehe ich um die Straßenecke. Hier ist dann der Parkplatz. Da sind hier nochmal Längsgebäude. Hier sind Gebäude, das ist hier die Goethestraße, hier ist die Schillerstraße. Auch hier gibt es überall Gebäude in der Nähe. Die Karte ist, so wie es aussieht, relativ genau. Auch hier haben wir einen Fußweg eingezeichnet, der ist so mit so einem leichten roten Faden verbunden, ist also nicht zugänglich für Kraftfahrzeuge. Hier ist auch ein roter Faden, aber der ist für Kraftfahrzeuge, da kann man herfahren. Mich erstaunt, dass ich jetzt hier was gesehen habe. Das heißt, dass ich hier überhaupt aus dem Haus raus dem Haus raus irgendwie so ein blödes Pokémon gefunden habe. Ich will jetzt allerdings auch nicht unbedingt von der Couch runter, aber wie gesagt, es ist dunkel draußen. Ah, jetzt hier, wenn ich das zur Seite pinche, komme ich näher ran. Wenn ich das oh.
Ich glaube immer, dass ich da irgendwo in der Nähe vielleicht noch eins finden könnte, ohne mich von der Couch zu bewegen. Es ist auch nicht besonders spannend jetzt hier, was passiert, allerdings... Allerdings, ich weiß es nicht, muss man da gucken, dass da irgendwie was in dem Radius ist? Möglicherweise, wir können ja noch ein bisschen abwarten. Eigentlich war ich vorhin in einem Hangout, aber das war dann erst ein offizielles Hangout. Und dann ging das hinterher in den privaten Modus, also ohne der Öffentlichkeit. Da bin ich dann aber herauskomplimentiert worden oder gebeten worden. Tja, keine Ahnung, ob man da nicht allzu großes Vertrauen hat. Ich weiß es nicht. Kann mir aber auch eigentlich relativ egal sein. Denn wir suchen ja hier jetzt erstmal nach diesem Pokémon. Pokémon Go. Da Banks hatte mich jetzt mal angesprochen. Ob ich das kenne? Ich versuche hier irgendwo immer noch so einen Ball zu schmeißen. Wenn das der Radius ist, wo hier irgendwo was ist, hoffe ich, dass sich da irgendwie was tut. Aus der Couch raus noch was zu finden. Mir scheint es fast, als wäre es nicht möglich. Muss man tatsächlich rausgehen, wie mir scheint. Das könnten wir dann bei nächster Gelegenheit dann mal einfach mal probieren und ich werde mich dann zwischendurch einfach mal immer wieder melden und dann können wir einfach mal gucken, wie das aussieht. Pokémon. Ah ja, das ist das, was wir gefangen haben. Eier gibt es ja keine. Bisam. Okay, hier haben wir sowas hier. 7 Benachrichtigungen auf Facebook. Okay. Bisam Bonbon. Ich weiß gar nicht, ob man das Ding hier füttern muss. Es könnte fast wahrscheinlich sein, denn hier, guck dir das an. Rauch. Der lockt Pokémons zu mir. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob jetzt was passiert. Jetzt kommen hier wilde Pokémons zu mir. So soll es zumindest sein. Ob sich tatsächlich hier irgendwas tut. Wie gesagt, ich will ja hier nicht von der Couch runter. Es reicht übrigens auch ein Finger, habe ich jetzt gerade festgestellt, nach runter, wenn ich den runter zu bewege. Oh, da haben wir einen Vogel. Ein wildes sonst was. Keine Ahnung, was das gerade war. Oh, da können wir die... Also werfen klappt das nicht so gut. Da müssen wir tatsächlich noch üben. Hier erscheint ein grüner
weiß. Ja, jetzt hat's geklappt. Das ist eine Sache, die relativ schwierig jetzt auszuloten ist. Jetzt stehen wir wieder da und vor dem Problem, dass wir hier so ein Pockelgetöse da gefangen haben, aber es geht halt irgendwie nicht weiter. Vielleicht mit einem Rückschritt. Also wenn wir das Programm beenden können, nee, können wir nicht. Müssen wir, nachdem wir es gefangen haben, vielleicht nochmal aus dem Programm wieder aussteigen. Wir versuchen das nochmal und starten das nochmal neu. Wer weiß, keine Ahnung, ob das normal ist. Ich möchte es fast nicht glauben. Ob das mit der Kamera zusammenhängt oder dass wir jetzt gerade halt dieses Ganze hier aufnehmen, ist natürlich denkbar. Dass sich da was überschneidet, warum nicht? Nichts wie raus und go. Haben wir jetzt das zweite Pokémon gefangen? Keine Ahnung, hier geht es irgendwie nicht so richtig weiter. Ich kann hier auch draufpatschen, hier tut sich nichts wirklich. Auch wenn ich das Handy jetzt so drehe, nichts passiert. Lassen wir es nochmal abstürzen. Das ist eine Sache, die geht einem jetzt natürlich so ein bisschen auf den Geist. Und wir starten es zum... Keine Ahnung, zum dritten Mal. Ja, ich behalte es im Auge, aber es tut sich nichts. Ah, da oben sehen wir, wie die Zeit abläuft. Also 25 Minuten lang zieht es wilde Biester an. Jetzt schauen wir nochmal nach. Pokémons, haben wir jetzt das gefangen? Ist das angenommen worden? Nein, es ist nicht angenommen worden. Das heißt, wir haben es offiziell nicht gefangen. Das ist schade. Was haben wir hier in der Nähe? Zwei Füße, drei Füße, vier Füße. Also, okay, das sind wahrscheinlich die Fußspuren von dem, was wir da sehen. Oder auch nicht. So. Jo. Diesmal hat was geklappt. Der Ball kommt näher. Klasse. Ratzfatz wurde gefangen. Okay, Pokémon gefangen. 100 EP, neues Pokémon. 500 EP, guter Wurf. 10 EP, gesamt 650 EP. Damit geht es weiter. Im Pokédex registriert. So, was ist das jetzt für ein Huhn? Ratfratz. Okay. Power-Up. Muss ich das jetzt drücken? Sternstaub, Power-Up, keine Ahnung. Entwickeln. Power-Up, ich drücke das mal. Möchtest du bei Radfratz ein Power-Up verwenden? Ja, machen wir mal ja. Keine Ahnung, kann man das gebrauchen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ich mache das einfach mal, nur um zu gucken, wie es ist. Und da ich jetzt festgestellt habe, dass ich das mit diesem Zauber hier vorne auch schaffe, von der Couch hier Sachen anzulocken, bin ich natürlich auch versucht, hier nochmal sitzen zu bleiben, um eventuell vielleicht noch ein Pokémon auf der Couch zu fangen. Was ihr da im Hintergrund hört, das ist meine E-Zigarette. Wobei E-Zigarette ist natürlich ein Begriff, der hier mittlerweile gar nicht mehr wirklich passt. Levelaufstieg, guck's dir an. Ein Pokéball. Okay. Ja, schön. Jetzt haben wir hier einen Levelaufstieg. Ja, und das ist meine E-Zigarette, um da nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Die sehen gar nicht mehr aus wie Zigaretten. Ich habe jetzt hier so eine Box, eine EWQ2. Schönes Gerät. Wer da mal gucken möchte, der kann mal auf den Dampferspiegel bei mir gucken. Da ist ein Kanal auf YouTube. Da könnt ihr euch mal angucken. Da gibt es so verschiedene Sachen über E-Zigaretten. Meine Erfahrung, die ich da so gemacht habe. Von dem Anfang an, ich bin hier zum Jahresanfang bin ich umgestiegen vom Rauchen aufs Dampfen. War eine sehr interessante und spannende Sache. Und ja, insgesamt fühle ich mich einfach deutlich besser. Um das mal ganz kurz zu machen. Die Geräte sind auch toll. Und ja, es bietet halt eine Vielfalt an Geschmäckern. Es duftet besser, es riecht besser. Allerdings auch dann erst ab 18 Jahren, nicht wie dieses Spiel hier ab 6. Obwohl ab 6 Jahre, ich weiß es nicht. Also im 6-Jährigen würde ich jetzt meinen Samsung Galaxy Note 4 jetzt nicht in die Hand drücken. Dafür sind diese Geräte einfach viel zu teuer. Wenn man bedenkt, wie schnell die teilweise kaputt gehen, obwohl schnell eigentlich nicht, ich habe das Gerät schon eine ganze Weile. Ja, zwischendurch mal ein paar Züge machen. Also es ist auf jeden Fall schon mal schön, dass ich die Möglichkeit habe mit diesem, was haben wir jetzt noch, knapp 20 Minuten. Pokémons aus, von der Couch aus zu fangen, finde ich gut. Ups. Da ist es mir so ein bisschen aus der Hand bald geglitten. Level Up Tagebuch, Psion Park Video. Startdatum, ohne Team, okay. Ich bin also in keinem Team. Was dies jetzt ist, ich habe keine Ahnung. Schulkind, das sind wahrscheinlich hier irgendwelche Medaillen oder was weiß ich, was man da auch immer kriegen kann. Man kann hier ein Team beitreten. Möglicherweise gibt es hier auch überhaupt kein Team im Moment in der Nähe. Ins Tagebuch kann man reinsehen. Sehen wir da was? Nicht wirklich. Dann machen wir das Tagebuch wieder zu. Kanto, 2 Pokémon im Pokédex eingetragen. Okay. Das gibt ein Kanto. Sammler. Ja, das werden wahrscheinlich Erfolge sein. 30, die man fangen muss. Schulkind, das wäre ein Pokémon vom Typ Normal gefangen. Ja, das sind offensichtlich
Erfolge, die man hiermit für sich gewinnen kann. Jetzt nicht wirklich so mördermäßig beeindruckend, aber immerhin, irgendwie muss man ja hier auch unterhalten werden. Der Himmel übrigens, der ist jetzt nicht ganz so blau, allerdings ähnlich dunkel. Was hier nicht zu sehen ist, das sind dann hier die Wolken und am Himmel. Stand vorhin irgendwas dabei, dass man einem Team beitreten kann. Ja, wie man sieht, kein Team da. Hier kann man den Shop besuchen. Was gibt es im Shop? Hier kann man mit Punkten, mit Rauch kann man hier was machen. 500 Punkte habe ich. Ne, 0 Punkte. 0 Punkte. 20 Pokebälle. Da gibt es dann 100 Coins. Taler, Euros werden es nicht sein. Die sehen anders aus. Nennen wir sie einfach mal Coins. Meistens heißen diese Sachen Coins, die man da haben muss. Um hier etwas käuflich zu erwerben, muss man also dementsprechend hier fleißig sein oder, wie man sieht, hier mit echten, harten Euros bezahlen. Das geht offensichtlich auch. Das heißt, für all diejenigen, die gerade mal ein minimales Taschengeld haben oder auch vielleicht nichts ausgeben wollen, die sollten hier vielleicht gucken, dass die hier mit viel Laufen und viel Pokémons fangen, dementsprechend ihre Coins zusammenkriegen. Pokémon Aufbewahrungsplus. Für die anderen heißt es dann, echte Euros bezahlen und damit dann Sachen bekommen. Hier haben wir zum Beispiel für 99, also für 100 Euro, den letzten Cent, den hätten sie sich schenken können, hätten sie es gleich aufgerundet. Ich mag diese Zahlen immer hinter diesem Komma nicht, diese 99 oder genauso wie beim Tanken. Es ist einfach fürchterlich. Sollen sie es gleich aufrunden, glatt machen, peng. Macht für uns eigentlich nicht wirklich den großen Unterschied. Beutel plus eine Ei-Brutmaschine, Lokmodule und Rauch und Pokebälle. Pokebälle, ja, muss man vielleicht dann noch mehr Pokebälle haben. Ich weiß es nicht. Erzählt ihr es mir. Wenn ihr schon was wisst, was ich nicht weiß, und das dürfte jede Menge sein, dann dürft ihr hier natürlich Tipps abgeben in die Kommentare. Vielleicht bei Interesse könnte man vielleicht auch mal hier ein Live-Hangout machen, hier bei Psion Park Video. Kanal für Smartphone und Tablets. Die ein oder anderen, die den schon abonniert haben, die wissen darüber Bescheid. Diejenigen, die jetzt erst zufällig darauf stoßen, ist dieses ein, ja, wie soll ich sagen, Special oder ein Let's Play Pokémon Go, würde ich mal sagen. Unter der Rubrik werde ich dieses Video dann auch abgespeichert haben. Let's Go Pokémon Go. Teil 1. Hier haben wir schon wieder so einen Vogel. Einmal daneben geworfen. Das passt jetzt nicht. Oh, der ist hochgeflogen. Die Sau, zack. Da haben wir eine. Bing. So, haben wir eine gefangen jetzt? Jawohl, klasse. Jetzt ist es auch mal nicht abgestürzt, aber man soll den Quark nicht vor dem Abend loben. Den Tag nicht vor dem Abend loben. Okay, gefangen. Im Pokédex registriert. Freut uns sehr. Mögen wir sowas.
Taubsi-Bonbon, Sternenstaub und Taubsi-Bonbon, was das damit auf sich hat, ich habe keine Ahnung. Hier kann man das übrigens auch umbenennen, wie es aussieht. Ja, das brechen wir dann mal ab. Das können wir hinterher möglicherweise immer noch tauschen. Noch haben wir fast 13 Minuten. Und die Möglichkeit, Pokémons hier von der Couch aus einzufangen. Hier auf Psion Park Video, der Kanal, wo es dann darum geht, um die E-Zigaretten, um die E-Piepen, Dampfen, Dampfgeräte, Dampfmaschinen, wie auch immer man das benennen möchte. Der Kanal heißt dann Dampferspiegel. Dort bin ich als Johnny Heisenberg unterwegs. Für diejenigen, die es interessiert. Wer sich nicht dafür interessiert, wenn das alles quasi am Arsch vorbeigeht, ob man raucht oder dampft oder überhaupt nicht, wer da überhaupt kein Interesse dran hat, dem kann es dann auch egal sein. Ich fand's gut. Hier haben wir dann nochmal die Spur. In der Nähe Vogel zweimal was gefangen ist. Keine Ahnung. Wir können hier zweimal was fangen, oder das dritte Gefangene? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was das damit zu tun hat, mit den weißen Punkten, die hier sind. Vielleicht weiß das irgendjemand von euch. Wie gesagt, ihr könnt hier gerne darauf antworten. Ich glaube, das wird ein relativ langes Video. Ich habe jetzt gelesen, ich bin zufällig drauf gestoßen, nachdem ich ja hier aus diesem Hangout herausgebeten wurde, habe ich dann einfach im Internet nochmal geguckt, bin über verschiedene Sachen gestolpert, unter anderem über Cortana, dass er im Windows 10 mit integriert ist. Kam dann da aber auch nicht weiter. Hab geguckt, ob es Cortana fürs Android gibt, und da gab es so APKs, also Dateien. Dann habe ich aber auch den Download-Link nicht gefunden und bin dann hier zufällig auf dieses Pokémon Go gelandet, in irgendwelchen Nachrichten, in irgendwelchen News. Es scheint nun mal jetzt hier Hype zu sein. Und da habe ich gedacht, wenn es das fürs Handy gibt, Handy, Psion Park Video, ich mache ja auch Videos hiervon. Und habe auch bereits zahlreiche Videos gemacht. Weiß nicht, muss man hier ab und zu schon mal irgendwo hinpatschen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das hier irgendwie was bringt, wenn ich hier irgendwas drücke. Hier ist ein Flattermann. Oh. Der wird vielleicht schon ein bisschen schwieriger zu treffen sein. Der flattert unheimlich in der Gegend umeinander. Und da seht ihr mich hinten am Laptop. Oh, ich weiß gar nicht, muss ich jetzt hier höher werfen? Muss wahrscheinlich höher ansetzen. Oder muss ich es erst hier im Ziel haben?
Also es ist schon deutlich schwerer zu fangen. Oh, der war aber vollkommen daneben. Also das hier, das zappelt ganz schön rum. Und ich muss sagen, die anderen waren einfacher. Ich sollte mal vielleicht mal versuchen, da hinten seht ihr auch eine meiner Epiben. Die andere ist dann hier, an der habe ich eben gezogen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange man Zeit hat oder wie viele Bälle hier zur Verfügung stehen. Au, das hat eine Weile gedauert. Aber da hinten, ist er wieder abgehauen. Blöder Vogel. Es ist unglaublich. Ich dachte eben schon, ich hätte eine gehabt. Mann. Okay, das war jetzt für einen Screenshot. Hier kommt man wieder zurück, okay. Dann das Vieh jetzt immer noch nicht. Es ist ganz schön hartnäckig. Gibt's gar nicht. Blöder Vogel, jetzt ist er wieder ausgewichen. Da, endlich, oder? Mann, das hat ganz schön gedauert. Ihr habt gesehen, es ist ziemlich spannend. Hoffentlich bleibt er jetzt drin, der blöde Vogel. Pokémon gefangen. 100, neues Pokémon, 500, toller Wurf, 50, na, ob der so toll war, ich weiß es nicht. Es hat ganz schön lange gedauert. Power up. Keine Ahnung, bringt das was? Ich mach mal so ein Power up. Warum auch nicht? Oh, da vorne ist schon wieder der nächste Vogel. Wenn wir den haben, dann hätten wir 3. Ein Wurf, ein Treffer. Grandios. Ast rein. Finde ich gut. Pokémon gefangen. Gesamt 100. Bumm. Taubsi. Jetzt hätten wir 3 Taubsis. Wir haben noch 3 Minuten, 10 Sekunden. Taubsi, war da nicht was, dass wir 3 fangen mussten von irgendwas? Haben wir erst 2? Wir haben den Vogel, wir haben hier
Ich meine, wir hätten doch. Tja, keine Ahnung. Funddatum, Nummer, Name, Wettkämpfe, Punkte. Wie gesagt, es wäre schön, wenn ihr dabei helfen könntet, mir hier einen Weg zu zeigen, wie man die hier nutzen oder weiter nutzen kann. Taubsis habe ich doch jetzt gefangen. 2. Okay, dann waren es doch nur 2. Vielleicht hat sich in der Zwischenzeit. Wäre ja toll, wenn sich in den letzten 2 Minuten noch was tut. Es tummeln sich also noch so irgendwelche Viecher in der Gegend umher. Ich weiß auch gar nicht, ob das, wie gesagt, ob das mit dem Werfen hier, ob das jetzt so eine gute Idee ist oder ob ich da eigentlich eher was Schlechtes mit tue. Hier ist doch irgendwas in der Nähe, oder nicht? Ich weiß auch nicht, ob man die fangen kann oder ob ich jetzt, wie gesagt, ich sitze hier immer noch auf der Couch. Und wir haben noch etwas über eine halbe Minute, wo dieses Teil noch wirkt oder wirken könnte. Das haben wir von Anfang an mit dabei gehabt, wie ihr gesehen habt. Die letzten 15 Sekunden brechen jeden Moment an. Dann ist die Wirkung dieses Zaubers vorbei. Und ich weiß nicht, ob wir da noch welchen haben. Oder ob wir den erst wieder neu kaufen oder verdienen müssen. So, da ist der Zauber weg. Items, wollen wir mal gucken. Da haben wir noch einen. Eine Ei-Brutmaschine. Ja, okay, eine Rauchmelder haben wir noch. Den wollen wir aber jetzt nicht einsetzen. Ich denke, wir könnten es eigentlich mal fast dabei belassen. Und schau mal, was dann hinterher passiert, wenn wir dann hinterher rausgehen, um zu schauen, ob wir da weiter draußen in der realen Welt da vielleicht noch was einfangen können. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, was uns da noch an Überraschungen erwartet. Pokestops, die wir da machen können. Ja, es könnte interessant sein, obwohl wir sind jetzt auf Level 2. Ob wir doch noch einen Zauber einsetzen? Ich würde mal fast sagen, wir versuchen es nochmal. Komm, ist egal. Nee, Pokédex, das war falsch. Was hatten wir von denen? Gefangen 1. Von denen hier hatten wir auch 1. Genau, von dem hatten wir 2. Hier. Ach, guck an. So einer war das. Ein Habitak. Der ist aber hier nicht mit Bild versehen. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. So, und da mussten wir was anders machen. Und zwar mussten wir nämlich Items einsetzen. Wie man dazu kommt, weiß ich nicht.
Wir setzen einfach noch mal eins ein. Habe ich gedacht. Item. Nee, hat nicht funktioniert. Das gibt's auch, dass die Dinger nicht funktionieren. Oh. Das springt hoch. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Keine Pokebälle. Ach du Schande. Ja, keine Pokebälle. Ist natürlich hart. Ich weiß auch nicht, was wir da jetzt machen können. Tja, stehe ich jetzt natürlich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe jetzt nichts mehr zum Werfen. So, das ist jetzt ohne Kamera. Die haben wir jetzt abgeschalten da oben. Tja. Können wir nur weglaufen. So, jetzt müssten wir eigentlich im Shop gucken. Und Pokebälle holen. Und dazu bräuchten wir jetzt Punkte, die wir nicht haben. 100 Punkte kosten 99 Cent. Dafür kriegen wir dann 20 Pokebälle. Sind die 20 zum Werfen? Ich habe keine Ahnung. Ich würde mal fast vermuten, ja. Denn so oft, wie ich vorhin geworfen habe, denke ich mal, werde ich an die 100 Stück gehabt haben. Man muss hier also gut werfen, wenn man sparsam sein will. Und hier riskieren wir mal. Hier riskieren wir mal. Na, riskieren wir mal was. Ein Euro. Ein Euro. Ich habe das Passwort jetzt eingegeben. Bestätige das nochmal. Jetzt müsste dann ein grünes Licht bekommen. Und dann hätten wir 20 Pokebälle zum Werfen. Zahlung erfolgreich bei Google Play. So, das heißt, wir hätten jetzt genug Punkte, dass wir uns Pokebälle kaufen können. Einlösen, so geht das. Nur um dann mal gezeigt zu haben, dass so etwas geht, wie so etwas geht. Und schon geht es gleich wieder schief. Wir lösen es nochmal ein und es geht wieder schief. Ja, jetzt stehen wir da mit unseren Punkten. Vielleicht müssen wir den Shop nochmal neu betreten. Shop. Aufrufen. 100. Einlösen. Es ist wieder was schiefgegangen. Was da jetzt schiefgegangen ist, ist natürlich so eine Sache. Der eine oder andere wird vielleicht von euch auch das Problem. Pokémon muss in eine Arena zuweisen, um Verteidigerbonus erhalten zu können. Okay. Aber wir stehen hier vor dem Problem, dass hier irgendwie was schief läuft. Wir können nämlich die Pokebälle nicht einlösen. Tendenziell sehr, sehr schlecht. Weil wir haben jetzt, um das nochmal abzulegen,
Vielleicht machen wir mal die mobile Datenverbindung an. Vielleicht klappt es dann. Schauen wir noch mal in den Shop. Pokebälle und wieder ist was schief gegangen. Es ist unglaublich. Irgendwas scheint hier nicht zu funktionieren. Möglicherweise hat das damit zu tun, dass wir den Account, weil ich habe ja mehrere Accounts, wie ihr gesehen habt, und ich habe es auf dem einen angefangen und auf dem einen gelöst. Vielleicht lässt sich das jetzt nicht so über Kreuz aktivieren. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Accounts habe, auf Account 1 das Spiel anmelde und dann beziehungsweise dann von dem Konto 2 aus buche, lässt sich dann vielleicht nicht das Ding hier so einsetzen. Wir haben die Pokebälle. 20 reguläre Pokebälle zum Fangen wilder Pokémon. Hab ich, aber dauernd geht was schief. Was haben wir in der Vergangenheit gemacht? Wenn nichts mehr geht, dann lassen wir das Spiel einfach abstürzen und zählen es von neuem auf. Und so machen wir das noch einmal. Wir fangen das Ganze wieder neu an. Ich ziehe wieder an meiner E-Piepe und dann sind wir gleich wieder da. Ist natürlich auch spannend die Frage, wollte ich gerade sagen, ob wir vielleicht darauf hinkommen und den Bonus weiterhin bekommen. So, jetzt hat irgendwie was funktioniert, glaube ich, hoffe ich. Aber jetzt haben wir kein Pokémon in der Nähe. Dafür haben wir vermutlich wieder Bälle. Pokémons, 2 Taubsi, Zubat. Das eine hieß aber nicht Taubsi. Okay, however. Wir haben hier noch 21 Minuten. Und da ist das Biest, was wir vorhin hatten. Wildes Blitzblitz erscheint, keine Ahnung. Ja. Ein Pokémon, 19. 18. Das war zu wenig. 17. 16. Gefangen. Ja. Gibt uns wieder 300 Punkte im Pokédex registriert. Eine weitere Medaille verdient, 5 Pokémon im Pokédex eingetragen. Jawohl. Und das alles von der Couch, ohne nach draußen zu gehen. Wer das also zwischendurch mal drinnen spielen möchte, der wird wahrscheinlich hier diese Rauchmelder oder sowas nutzen müssen.
damit die überhaupt in die Nähe gelangen. Jetzt wollte ich nochmal gucken. Pokémon, können wir da was aufwerten? Haben wir da wohl was gehabt? Zubat haben wir gehabt. Blusuk. Blusuk. Können wir aufrufen, können wir ein Power-Up machen. Wir können aber auch dem Vogel ein Power-Up geben. Ja, das geht. Oder tatsächlich diesen Blusuk. Dem verwenden wir mal ein Power-Up. Hat das jetzt gewirkt oder ging das nicht? Ich habe im Moment keine Kontrolle darüber. Wieder ein Fehler aufgetreten, okay. Ach, da ist ein Pokémon in der Nähe. 16 Dinge haben wir noch. Und ein Wurf, ein Treffer, so sehen wir das gerne. Bleib bloß da drin, jawohl. Gefangen. Super. Und Level Up. Damit sind wir auf Level 3 gestoßen. Pokéball 15. Ob wir da eventuell 15 Pokébälle uns verdient haben. Levelaufstieg auf jeden Fall. Den Levelaufstieg quittieren wir, indem wir einfach mal mit dem Daumen drauf gehen. Jetzt schauen wir mal. Auf was wollen wir gucken? Auf Items. Pokebälle. 30 Pokebälle habe ich noch. Das heißt, 15 habe ich gehabt. 15 haben wir uns dazu verdient. Und jetzt haben wir dann hier oben 13, also 30 Pokebälle. So. Kamera, iBoot-Maschine. So, okay. Wie gesagt, schade, dass das mit dem S-Pen nicht funktioniert. So. Jetzt haben wir ein Level abgeschafft. Wir haben Pokémons gesammelt bisher. Und ich glaube, 3 von einem würde dann eine Weiterentwicklung bedeuten, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Wenn also noch eins in der Nähe ist, vibriert das Handy. Dies ist ein Pokéstop. Ja, Pokéstop. Ja, super. Tipps. Einstellungen können wir vielleicht noch mal gucken. Musik, die können wir auch abstellen. Ich möchte, dass alle Pokémon Go-Infos bezüglich Veranstaltungen, Werbeaktionen und Updates an meine E-Mail-Adresse verschickt werden. Schnellstarthilfe, Batteriesparer. Kann nicht verkehrt sein. Hoffe ich, denke ich mal. Denn mittlerweile sind wir runter auf 53%. Hätten jetzt immer noch 15 Minuten. Damit wäre das ein relativ langes Video eigentlich. Aber es ist ja auch ein ziemlich umfangreiches Spiel. Was heißt umfangreich? Zumindest, ihr werdet dann eure Straße in der Gegend haben und interessant wäre zu wissen, was ihr davon haltet und eure Meinung würde mich interessieren, wie gesagt, in die Kommentare rein. Ihr
findet Psion Park Video übrigens nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf Facebook. Ich glaube, im Prinzip könnten wir eigentlich so da sitzen bleiben und einfach nur blöd rumstehen. Jo. Ach, und wieder ein anderes. Ich dachte jetzt, ich hätte jetzt mal... Ein Wurf, ein Treffer, so mögen wir das. Es ist immer schwer einzuschätzen, wie man den Ball schmeißen muss, damit man jetzt gleich einen Treffer hat. Das erfordert doch einiges an Übung. Hornliu. Aber noch nicht genügend für ein Power-Up. Die Power-Ups addieren sich offensichtlich, wenn man mehrere fängt. Ein gefangenes Tier bringt 200. Das nächste bringt nochmal 200, braucht man für ein Power-Up 400, wenn ich das jetzt so richtig mitgekriegt habe auf den ersten Blick. Ja, gehen wir einmal hier oben auf den Timer von dem Rauchmelder. Passiert nichts. Wie im Internet zu lesen war, verbraucht dieses Spiel auch gerade mal 20 Megabyte maximal in der Stunde, wenn ich das so mitgekriegt habe. Kann ich in dem Moment noch nicht bestätigen, obwohl mir das eigentlich fast egal ist. Ich habe eine 5 GB Flatrate und die ist eigentlich, ja, für die einen oder anderen macht das ziemlich üppig sein. Wer allerdings auf YouTube schon mal Videos guckt, der sollte natürlich auf die Einstellung 144 Pixel gehen, auf die kleinstmögliche Einstellung. Das reicht, um zu sehen, was los ist, spart aber ein ungeheure Menge an Daten-Flatrate. Da solltet ihr bei YouTube-Filmen unbedingt darauf achten. Wenn ihr eine 720 Auflösung habt, dann geht das ruckzuck dahin. Das ist per WLAN, kann man das machen, aber über die mobile Datenverbindung, da geht das dann doch ruckzuck vorbei. Ist natürlich blöd jetzt, wenn wir hier nur auf einer Stelle stehen. Da gibt es relativ wenig zu gucken. Aber immerhin, es gibt was zu gucken und deshalb machen wir hier vorne dieses Special Let's Play Pokémon Go bei Psion Park Video. Zwischendurch ist hier oben immer so ein kleines Zeichen. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, oben links in der Ecke. Ob sich da die aktuellen Daten gerade neu updaten. Denkbar ist es, und da merke ich auch schon, da kommt das Sandmännchen so langsam bei mir vorbei und sagt, guten Morgen Johnny, wolltest du dich nicht mal hinlegen? Aber Johnny hat noch ein bisschen was in der E-Piepe drin und saugt da noch ein bisschen nach. Und hier hat er noch ein sehr bekömmliches Ducksteiner. Sehr lecker, wenn man das Alter hatte. Wer jünger ist, der hält sich natürlich an irgendwelche anderen Sachen. Duckstein, sehr lecker. Ich bin dein Vater. Und zu einer E-Piepe. Nicht schlecht. Und weitaus unschädlicher als das Rauchen. Es gibt übrigens rund 400
oder über 400 Studien, die belegen, dass das Dampfen von E-Zigaretten weitaus unschädlicher ist. Die Briten haben Werte von 95%. Die Franzosen sagen, die Briten sind alle Pussys. Das ist mindestens 99%. Und ja, irgendwo da wird möglicherweise die Wahrheit liegen. Kann sich allerdings auch verändern. Wir haben im normalen Bereich haben wir... Oh, da ist wieder ein Vogel. Müssen wir unsere Kommunikation ein bisschen umändern, wenn sie geklappert hat. Hopp, ein Wurf, ein Treffer. Bin ich jetzt dahinter gekommen oder war das wieder nur Glück? Bleib bloß da drin. Okay. Taubsi wurde gefangen. Damit hätten wir 3 in a row. Taubsi, Power up. Sollen wir das machen oder nicht? Nee, machen wir nicht. Wir machen einen Power up bei einem anderen Pokémon. Bei wem machen wir das? Wir machen das Power up bei Blusuk. Oder? Nee, bei Zubat. Der fliegende Vogel, der scheint mir doch ein bisschen was drauf zu haben. Der kriegt jetzt ein Power-Up. Wupp. Kriegt er noch ein Power-Up? Oder war es das? Oh, der kriegt ein Power-Up. Wunderbar. Super. Damit hätten wir den auf 37. Ja. Das war wieder ein weiteres Pokémon in unserer Liste. Wie gesagt, an dem Klappern dürft ihr euch dann nicht stören. Das ist dann in dem Moment, wo ich das Handy auf den Tisch ablege, wie ihr gerade oder wie ihr vorhin gesehen habt, wo das Laptop steht. Beziehungsweise das Notebook. Ja, Notebooks, PCs auf Windows basieren. Windows ließ sich in der Vergangenheit immer sehr, sehr viel machen. Und es gibt gerade für den PC-Bereich sehr viele Programme wie in kaum ein anderes System auf PC-Ebene. Selbst bei Linux hat man diese Art und Vielfalt nicht. Also bei Windows, da gibt es für den PC-Bereich für allen möglichen Scheiß gibt es da irgendwo ein Programm, was man dann nutzen kann. Allerdings auch teilweise relativ kostspielig und man muss dazu sagen, sie sind da teilweise, wenn sie denn Geld kosten, schwierig zu beschaffen. Müssen dann eventuell schon mal mit der EC-Karte oder sonst wie bezahlt werden. Und hier über Android ist es im genau umgekehrten Verhältnis in gewisser Hinsicht. Wir haben hier gerade auf Android-Ebene haben wir sehr, 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 sehr viele Apps im Play Store. Und wenn ihr im Vergleich dazu bei Microsoft mal reinseht, was die an Apps haben, es ist wirklich erbärmlich. Um es mal ganz wohlwollend auszudrücken. Ich habe schon ein Lumia mal in den Händen gehabt. Da haben wir auch mal schon mal ein Video zu gemacht. Und das Handy war im weitesten Sinne eigentlich okay. Es hat eine einigermaßen akzeptable Haptik gehabt. Die Kamera, die war auch ganz in Ordnung. Und an was es fehlte, war letztendlich an Apps. Die Apps, die man da im Windows Store hatte, die waren, das war fast nichts, was da drin war. Und damit ist es eigentlich schon fast ein No-Go, um ein Windows-Smartphone ernsthaft nutzen zu können, zumal es nicht mit dem PC kompatibles. Ich kann mich erinnern, vor Jahren, da hatte man ähnliche Geräte, die waren aber dann kompatibel mit dem PC. Das heißt, gewisse
PC-Programme konnte man da laufen lassen. Und die funktionierten tatsächlich. Und heute hat man halt diese Windows-Phones und die funktionieren nicht mit PC-Programmen. Das heißt, Excel-Dateien, die früher auf DOS-Ebene liefen, sollten eigentlich heute auch laufen. Da gab es viele Spiele, die sehr interessant waren, die nie umgesetzt wurden für Android und auch für Apple, fürs iPhone nicht. Dazu gehörten unter anderem Carrier Command, was ich immer sehr gerne gespielt habe. Da ist wieder ein neues Tier. Da müssen wir schon wieder mal ein bisschen abschweifen. Ein Wurf, ein Treffer. So lieben wir das. Bleib drin, du alter Schwachmat. Jo. Wurde gefangen. 100 Punkte, guter Wurf. Kein Power-Up. Aber wieder was gefangen und das von der Couch aus. Wie gesagt, wir werden uns da in nächster Zeit noch mal ein bisschen bewegen und je nachdem, wie ihr hier, wie euer Feedback ist, werden wir da noch vielleicht noch einige Fortsetzungen machen zu Pokémon, was man da alles machen kann. Wie man sich so bewegt. Der Avatar, den wir hier haben, der ist eigentlich mehr oder weniger zweitrangig. Ob der jetzt einen grünen Rucksack hat oder einen roten. Hier haben wir das Design so gehalten, dass es, ich sag mal, ein bisschen Ton in Ton ist. Orange an den Hosen, orange am Shirt. Aber letztendlich völlig Banane. Interessiert wirklich kaum jemand. Aber wir werden das dann hinterher mal ausprobieren, wie sich das draußen im Freien ist. Draußen im Freien ist, ja. Die Kamerafunktion, die ist schön, wenn man dann Bilder im Freien macht. Und ich habe gesehen, der Ronny, der hatte, ein Bekannter von mir, der hatte ein Bild gepostet, da hat er die Kamera wohl auch angehabt mit einem Pokémon im Garten. Und ich habe gedacht, was ist das denn für ein Vogel? Aber also der auf dem Bild zu sehen war, nicht der Ronny. Das ist sowieso einer. Aber was soll's. Der hat mich ja auch schon oft unterstützt, gerade in Sachen Psionpark Video. Zwischendurch auch immer gerne gepusht. Und es gibt so Themen, wo wir differenzierter Meinung sind, aber das gehört halt dazu. In anderen Punkten kommen wir wieder klar. Er ist immer sehr hilfsbereit, wenn es darum geht, Unterstützung zu leisten, um hier oder da mal ein Like zu lassen und zu teilen. Auch der Raphael hier aus der näheren Umgebung, auch der ist immer, was den Dampferspiegel zum Beispiel angeht, sehr fleißig. Danke mal an dieser Stelle an alle, die Psionpark-Video, den Dampferspiegel oder den Eichsfeld-Kanal auf Facebook und YouTube posten, weiterempfehlen und teilen, liken. Das ist eine schöne Sache. Nicht, dass man das generell tut, sondern dass man seine Freunde dabei unterstützt für Dinge, die sie halt machen, für die sie sich engagieren, was sie gerne tun. Und ich mache das halt gerne. Und insofern ist das eine tolle Sache, wenn die Freunde einen da so ein bisschen unterstützen. Das fördert natürlich in dem Moment das Projekt als solches. Und es hilft einem dann schon mal, damit es vorangeht. Ja, gerade sehr wichtig bei YouTube und Facebook, um da eine Community aufzubauen, ist es immer sinnvoll, wenn Freunde da einen so ein bisschen unterstützen,
mit ein, zwei Likes oder so weiter oder Zustimmung. Da kommen dann die nächsten 10 an und sagen, ach guck mal, der hat ja nur so ein paar, ist wahrscheinlich nicht so gut, und überfliegen da gerne mal rüber weg. Aber wenn dann schon mal so 10, 20, 50, 100, 1000 Likes irgendwo oder Abonnenten kommen, dann bleibt der ein oder andere doch schon mal stehen und denkt, oh Mensch, vielleicht doch interessant, guckst du doch auch mal dahin. Und so vermehrt sich das dann, ist es immer so ein kleines Feeding, so ein kleines Füttern von Freunden. Schön, wenn man da Unterstützung bekommt. Ja, das ist es jetzt aber auch wirklich gewesen. Wir haben in den Pokédex geguckt. Wir schauen da jetzt nochmal rein. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Viecher gefangen. Also 6 verschiedene. Hier unten einmal diesen komischen Zottel da, den runden. Dann haben wir, wo ist der Zottel hier? Diesen runden. Dann haben wir hier unten links den Vogel. Dann haben wir diesen Fußgänger, den Vogel, hier vorne den Wurm und hier den, keine Ahnung, den farblich sieht es aus wie ein Frosch. Dann haben wir unseren Shop, den ich euch gezeigt habe und wie man das einlöst. Wer allerdings dann 100 Piepen da reinwirft, ja, das ist immer so eine Sache. Bei diesen Spielen geht es darum, Geld zu generieren, und das braucht ihr halt, wenn ihr wahrscheinlich hier diese Pokebälle euch ausgehen und ihr euch neue beschaffen müsst, dann seid ihr dazu verdammt, etwas unternehmen zu müssen. Es ist schön, wenn man da auf Anhieb trifft. Und ja, da geht es dann weiter. 1200 Münzen für einen Zehner. Da kann man ein paar Mal werfen. Aber 14.500 Poke-Münzen. Ja. 100 Piepen ist eine Menge Geld. Pokémons. Auch hier werfen wir nochmal einen Blick rein. Schauen wir, was wir da gefangen haben. Wir haben insgesamt 10 Pokémons gefangen. Radfratz haben wir 3-mal. Taubsi 3-mal. Zubat und Blusuk. Bisam. Hornliu jeweils 1-mal. Ja, dann haben wir hier nochmal Statistik über Funddatum. Die sind dann nach dem Datum, denke ich mal, geordnet. Hier kann man dann Favoriten nochmal bestimmen. Das wäre dann... Hilft das was, wenn ich da länger draufklicke? Nee. Nummern. KP... Weiß nicht, was das heißt. Kein Plan. Ach, hier, das ist, hier werden die sortiert nach Life Points. Ja, je stärker die sind, desto weiter sind die angesiedelt. Dann kann man sie nach Name sortieren. Wettkampfpunkte, ja. Keine Ahnung, ob die... Doch, hier, da, WP. Haben wir dann hier 54, 41 und so weiter. Und Funddatum. Hier sind die dann dementsprechend geordnet, je nach Fund. Wer wann wo gefunden wurde. Ja, das soweit bis hierher. Jetzt wollen wir aber endgültig erstmal für den ersten Teil dem Ende entgegenkommen. Das war's mit Let's Play Pokémon Go auf Psion Park Video. Das war Teil 1. Gehabt euch wohl, macht's gut, tschüss.
Thank you.